Ja, er hat es tatsächlich geschafft. Es ist aktuell die größte Rakete der Welt, gebaut von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Jetzt startet sie ins All mit seinem Tesla Roadster als Testfracht. Das ist wirklich groß. Alle Tests sind absolviert. Heute Abend soll es in den Weltraum gehen. Was jetzt noch schiefgehen kann und warum dieser Start bahnbrechend ist, jetzt in den Elon Musk Chroniken bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ich glaube, zu keinem Thema haben mich so viele Kommentare und WhatsApp-Nachrichten erreicht. Alle wollen alle News zur Falcon Heavy. Heute Abend soll sie starten, eine Weltpremiere. Fast 45 Jahre nach dem letzten Flug der bisher heute noch größten Rakete der Menschheit, der Saturn V, startet ein neues Monstrum. Eine neue Ära der Raumfahrt beginnt. Keine Rakete kann so viel Nutzlast transportieren. Je nach Orbit kann sie bis zu 63,8 Tonnen Last in den Weltraum bringen. Das ist immens. Bei der Falcon 9 sind es 22,8 Tonnen, also nur ein Drittel. Dabei ist die Falcon Heavy eigentlich eine umgebaute Falcon 9 oder anders gesagt, die erste Stufe der Falcon Heavy ist eine umgebaute erste Stufe der Falcon 9. Wie bei der Falcon 9 sind 9 Merlin 1D Triebwerke an Bord, die jeweils in diesem Fall 845 kN Startschub leisten. Dazu kommen zwei Booster mit denselben Spezifikationen. Zusammen leisten sie unglaubliche 22,8 Meganewton. Durch die hohe Zahl an Triebwerken können sogar welche ausfallen, sodass die Mission dann nicht mal gefährdet wäre. Die zweite Stufe dagegen entspricht einer etwas verlängerten zweiten Stufe der Falcon 9 mit einem umgebauten Merlin 1D Triebwerk mit 617 kN Schub. Es kann insgesamt 353 Sekunden gezündet werden. Der Start erfolgt an einem historischen Ort, von der Apollo-Startrampe Launchpad 39A in Cape Kennedy. Von ihr aus starteten alle Apollo-Flüge inklusive der legendären Apollo 11. Nur die Apollo 10, die Mondumrundung, die ist nicht von dieser Rampe gestartet. Elon Musk, SpaceX, hat die Startrampe für 20 Jahre von der NASA geleast. Und die Rakete fliegt eine vollkommen irrsinnige Last, das muss man schon sagen, in den Weltraum. Der Tesla Roadster von Elon Musk gehört zur ersten Generation. Roadster wurde 2009 produziert. Seitdem wurde er von Musk gefahren und jetzt wird es eine Strecke zurücklegen, dieses Auto, die noch nie ein Privatauto zurückgelegt hat. Das ist wirklich ziemlich absolut verrückt. Aber noch verrückter ist das, was Elon Musk in das Auto gepackt hat. An Bord wird Starman, eine Puppe sein, benannt nach einem Song von David Bowie aus dem Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dazu muss man wissen, dass David Bowie auch in einem Weltraumkostüm als Ziggy Stardust auftrat. Er ist jetzt quasi als Starman an Bord der Falcon Heavy. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn und eine Ehre, finde ich. Ja, eine tolle Geste. Die Audioanlage wird den Song Space Oddity von David Bowie spielen und im Handschuhfach ist eine Ausgabe von Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und ein Handtuch mit der Aufschrift Keine Panik. Elon Musk zu der seltsamen Fracht. Ich liebe den Gedanken an ein Auto, das wahrscheinlich endlos durch das Weltall driftet und in ein paar Millionen Jahren vielleicht von einer außerirdischen Spezies entdeckt wird. Wenn die Rakete nicht beim Start explodiert. Das meint er, denn das kann ja tatsächlich schiefgehen. Der Roadster wird übrigens in eine Umlaufbahn um die Sonne einschwenken und dann weiter zum Mars fliegen. Elon Musk Anspielung auf seine Pläne, den Mars bald zu besiedeln? Darüber gibt es sicher bald mehr Infos von ihm. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und auch zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit. Genau, vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, mit 1000 Raketen zum Mars. Da geht es um Elon Musks Pläne für die Besiedlung des Mars. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.